Ja, Oberndorf ist eine Stadt der kurzen Wege, in der man trotzdem alles hat. Ich mag die Leute, die allermeisten Menschen sind freundlich, sind offen, manchmal ein bisschen neugierig, aber auf eine gute Art, das ist einfach eine super Stadt zum Leben. Ich engagiere mich im Team ja zu Oberndorf, also ehrlich gesagt ganz einfach bei uns in der Siedlung. Haben im letzten Jahr junge Familien ausziehen müssen, wegen der Teuerung, wegen den ganzen Belastungen, die jetzt da sind. Und das sind Dinge, die haben mich betroffen gemacht, die ärgern mich. Das hätte die Regierung verhindern können, das hätte das Land verhindern können. Und ich will mich beteiligen, weil der Georg einer ist, der dem solche Dinge wichtig sind, der sowas wahrnimmt. Und ich will in meiner Gemeinde jemanden haben, der sich um die Leute kümmert. Und der nicht auf die Farbe schaut, sondern der es ernst meint für alle. Am 10. März ist die Gemeinderatswahl. Da geht es um viel. Da geht es darum, ob wir uns in Oberndorf weiterhin gemeinsam um die Leute kümmern oder ob Einzelinteressen wieder im Vordergrund stehen. Deshalb würde ich euch bitten, wählt das Team Ja zu Oberndorf, wählt an Georg Tschunscher, weil er hat gezeigt, wie man sich um die Leute kümmert und er wird das auch in der Zukunft tun. Ich würde euch alle bitten, geht's am 10. März wählen und wird Georg Tschunscher zum Bürgermeister.